Das geht sich, glaube ich, nicht mehr aus. Nein. Wie mich hier in Rush auch noch runterschmeißen wollte eben. Alter Verräter. Ich habe so den Eindruck, ich kann mich auch irren, dass ich Rush aufhalte, ein bisschen in seinem Tempo, wenn ich nach links drücke. Was, Dödel, was zum Hölle? Meckerst du schon wieder PC? Wie ist das möglich? Ich versuche mir gerade auszumalen, wie das möglich wäre. Ich komme aber auf keine Lösung. Da bist nicht der Einzige. Ich meine, ich habe zwar eine Lösung, aber dafür müsste man hier die Saturns vernichten und das muss man schnell genug hinbekommen. Ich frage mich, ob ich irgendwie einen richtigen Gedanken gerade habe. Wer weiß. Du kannst ja mal versuchen, wenn du da auf dieser Plattform stehst. Ich will halt keine Tipps geben, weißt du? Ja, ich kann Tipps geben, weil ich das Spiel nicht kenne. Ja, ich möchte aber auch versuchen, selbst auf die Lösung zu kommen. Okay. Wenn ich das möchte, sage ich das schon. Das weiß Okay. Osama, mal, glaube ich, auch. Und ich werde es sowieso nicht sagen, also hat sich eh erledigt. Okay, ich mach mal hier ein Safe. Ja, gute Idee auf jeden Fall. Und vielleicht solltest du die Saturn-Mitarbeiter töten. Die sind schon ziemlich nervig. Das war an sich auch ganz gut. Vielleicht reicht das ja. Okay. Ich kann aber jetzt mal ein bisschen. Ach, schade. Ach ja, ich freue mich ja so auf Finals No Saves jetzt, Epi. Och, Rush, du bist eine Arschkrampe. Da sagst du mir nichts Neues, Kumpel. Und ich dachte immer, Robin wäre die Arschkrampe. Wer wäre die Arschkrampe? Weiter. Ja, der ist auch eine Arschkrampe. Der ist der König der Arschkrampen. Rush, du könntest so hilfreich sein, wenn du nicht so eine Arschkrampe wärst. Die Stacheln haben einen Effekt. Wenn du zu tief gehst, und dann hast du nämlich weniger Platz mit deiner Plattform mit dem Runterfahren. Und wieso das glauben alle, ich baue Stacheln ein, die keinen Effekt haben? Die Stacheln haben einen Sinn und Zweck. Ich wollte sie so haben. Nicht ohne Grund. Dein Ernst, da unten erst? Ja. Da denkt sich der Stevel, das geht doch gar nicht, No-Hit. Mir fehlen einfach nur die Worte für dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob ich euch loben soll dafür, dass ihr so viel Zeit aufbringt für sowas, oder ob ich euch verachten soll, dass ihr sowas überhaupt gemacht habt. So viel Zeit hat es gar nicht gekostet eigentlich, das Stage bauen. Ja, weil das Testen und alles. Okay, hier hat er noch die Unverwundbarkeitszeit nach einer Zeit, wenn man startet, okay. Ja. Ja, nur im dritten Teil hat das nicht. Ach ja, da war das, okay. Ich weiß auch nicht, ob das der einzige war. Ich hätte ja einen Plan, wie man das eventuell machen könnte, aber ich will gucken, ob du es auch so machen würdest.
Ich würde vielleicht hier jetzt ein Safe setzen. Weil du hast den Rush-Chat in einer ziemlich guten Position jetzt beschworen. Also jetzt gerade von. Ja, aber hier ja, steht, aber weil er dann vom. Ja, das ist. Oh, okay, der Saturn hat dich gerettet. Hey, das Safe ist vielleicht doch nicht so günstig. Doch durch den Saturn-Treffer würde ich. Ja, ich würde nach dem Saturn-Treffer safen. Weil du hast den Rush-Chat ja schon beschworen und dann. Jetzt hast du ihn nicht mehr dran. Man könnte sich doch treffen lassen und dann unten an den Stacheln versuchen, nochmal einen neuen Rush zu machen. Das habe ich mir vorhin schon gedacht, als er auf der Plattform stand. Aber ich wusste nicht, ob das möglich wäre. Willst du nicht lieber die No-Hit-Taktik machen, Steel? Ja, keine No-Hit-Taktik. Gibt's aber eine. Ich dachte aber, ich kenne sie nicht. Gut, dann hat sich das erledigt. Dann wirst du sie auch so schnell nicht kennenlernen. Aber du hast schon einen guten Ansatz gehabt. Ist ja auch egal. Vorhin war so ein Satz von dir dabei, der hat die No-Hit-Taktik praktisch. Ja, ist ja egal, wenn das nicht ist. Egal. Vorausgesetzt. Muss er mal gucken. Wollen wir nichts sagen, bevor es nicht selbst herausfindet. Auch wenn er dran vorbei ist. Erst wenn er den Hack durch hat. Das wäre der Ideal-Safe. Oder der? Ich habe mich schon wieder doppelt. Nein. Dieses Spiel ist so übel. Wie soll das denn gehen, wenn der Amanda andauernd rechts an den Rand dann verschwindet? Tja. Das ist mein Hauptproblem, so dass er dann zu früh verschwindet, bevor ich irgendwie dann. Vielleicht so wie du es vorhin gemacht hast, dass du nochmal zurückspringen musst, um einen Hit zu kassieren von 22. Nein, es geht No-Hit. Es geht auch No-Hit. Ja, aber so ist es. Safety-Taktik. Aber wenn Steve es nicht rausfindet, werden wir es erst sagen, wenn er es durch hat. Genau. Also den Hack durch. Weil das könnte ja eventuell nochmal verlangt werden, was ähnliches. Ich freue mich schon an den Tag, an dem Simon ein Video hochlädt, wo er das alles hier nochmal zeigt, wie es No-Hit schaffbar ist. Oh, das können wir vielleicht mal machen. Wäre cool. Könnten wir wenigstens sehen, wie ihr euch das vorstellt. Na, ich glaube, der Safe war gut. Ja, der ist klasse. Ja, damit kannst du es auf jeden Fall schaffen. Der Saturn stört gerade. Jetzt muss ich das No-Hit machen. Ja, und den Boss halt. Halb so wild, du machst halt den Boss No-Hit. Moment, du hättest noch die Saturn töten können, vielleicht hätten die was gedroppt. Hallöchen. Das ist aber nicht sonderlich schwer. Nee, der Boss ist ja so viel schwerer, kann der ja gar nicht gemacht werden. Da war schon ein originaler Witz. Ihr hättet den höchstens schneller machen können, aber. Nein, hätten wir nicht. Geht das nicht? Nein, ging nicht. Sonst hätte ich es ja gemacht. Der zweite ist halt ein bisschen schwieriger, wenn er die große Kugel an der scheiß Position abfeuert, aber ansonsten geht's. Der Boss ist easy. Der ist, glaube ich, der einfachste Mega Man Boss in irgendeinem Spiel. So. Ich bin endlich durch diese scheiß verdreckte Stage. Fick dich nur nochmal. Fehlen noch. Wie viel? Ich glaube 5 oder so. Ja, okay. Kommt noch mehr. So, ich habe jetzt schon lange nicht mehr den Chat gelesen. Moment.
Ich hab leckeren warmen Apfelkuchen. Oh, Schatz, wie toll. Mahlzeit. Ach ja, das war ja die Stage, wo ich ja was, Jetzt gibt's mal, schlaf du weiter, Simon, du nuschelst schon zu viel. Hör auf das, was Mama Cosmo sagt. Part 14.719, Rache von Saturn. Ab sofort kaufe ich mir eine Kopie und auf dem Mediamarkt. Das ist ein zukünftiger Satz von Fall, oder was? Was? Das muss ich selber lesen, das Rache von Saturn. Moment, wo steht das? Also da. Hier ist übrigens auch ein Farmpunkt-Stiebel, siehst du ja, ne? Ab sofort kaufe ich nur noch Mediamarkt. Ja. Mann. So schön. Cooler Kommentar. Ach ja. Wie kam das eigentlich zustande, dass du und Simon euch über meinen Stream unterhalten hattet? Ja, wann? Wo? Was? Hier, Wolf und Simon. Wann die sich über den Stream hier unterhalten haben? Oder wie es zu dem Thema kam? Ich wollte wohl für das Race anwerben und ich, dann dachte ich, okay, kann Osoma doch mal direkt persönlich mit ihm sprechen und wo er schon mal hier ist, weil ich ja sowieso hier gerade in der Konfi bin, habe ihn dazugeholt. Ja. Ich glaube, ich farm lieber. Ach ja, ich find's einfach so geil. Zum Glück weiß Final noch nichts über den Hack. Zumindest nichts über den Hard Mode. Ich bin echt in Versuchung, Final echt vor den Gefahren zu warnen. Damit er wenigstens nicht so leidet. Wir haben dir ja gesagt, das darfst du nicht. Ja, das wäre ja Spoiler. Du kannst versuchen, ihn davon abzubringen, aber... Wenn der du kannst meint, ihn warnen und sagen, es ist scheiße, er soll es nicht machen, aber... Keine genauen Details darüber, was da genau ist. Brighton ist Bastard. Die Müllpresse in das Message ist ein Bastard. Die Stage von eben war ein Bastard. Alter, nee, mir reicht jetzt hier. Ja, die Stelle, es gibt auch noch eine bessere Farmstelle eigentlich. Ja. An diesen Kanonen würde ich schon allein nach Weili Stage, nach Cossack Stage 3 keinen Bock mehr haben zu farmen. Habt ihr in diesem Hack überhaupt irgendeine humane Stelle eingebaut? Natürlich. Genug. Ja, den Startpunkt. Sein? Das hier ist zum Beispiel eine humane Stelle. Ja, das ist der Titelscreen ist human. Guck mal, der Leckscreen ist human. Die Stelle ist nicht schwierig. Nö. Stell dir mal vor, du müsstest im Stage Select Screen noch mit Mega Man irgendwelchen Specs ausweichen und das permanent den Gegner ausgewählt hast. Das wäre lustig. Oder wenn man das Spiel gerade startet. Genau, genau. Man müsste so haben, auf dem Screen. Auf dem Screen sind acht Spikes bei den Bildern und jedes Mal, wo du auswählst, also dein Auswahlteil, da musst du praktisch, oder nee, es sind 7 Spikes und du musst jedes Mal die richtige Lücke deinen Auswahlcursor auswählen. Ja, wenn es so steht. Bevor die Spikes wechseln. Das heißt, wenn du den Robot Master auswählen willst, dann musst du erstmal so lange die Lücke verfolgen, bis der richtige Robot Master auswählbar ist. Was aber keinen Sinn macht, weil du bist ja gar nicht zurückgeworfen. Übrigens, da ist eine kleine Waffenenergie und das ist eine Farmstelle. Ja. Oder wenn steht AD20XX und dann muss man schon irgendwie ausweichen. Das ist sogar eine ziemlich gute Farmstelle. Und ich krieg schon wieder da und leben. Boah, ich schwitze schon wieder. Das muss doch am Spiel liegen. Das ist eine Mischung zwischen Wut und Angstschweiß. Angst, weil du nicht weißt, was da noch Schlimmeres auf dich zukommen soll. Ich kann dir übrigens einen kleinen Lichtblick geben. Wenn du in dieser Stage komplett dich hochformst, dann wirst du theoretisch nicht mehr farmen müssen. Wenn du dann alles richtig machst. Und ja, theoretisch. Wenn du alles richtig dann machst. Aus. Ich gehe mal davon aus, dass ich nichts richtig mache. Aua. Naja, wenn du die Waffen nicht verschwendest danach. Ich weiß ja nicht, was noch genau kommt, also. Wobei... Soma, nee, doch, Soma. Eine doch, Sache muss man... Ja, sagen. Aber ja. Das sind keine näheren Informationen. Ja. Eine Sache. Warum schneidest du da rein, du Arschkrampe? Ja. Die Airport, ja. Ne, Soma. Du und deine Airport.